Moin! Heute mal nicht in Sportklamotten, weil heute möchte ich nämlich gerne über BHs was erzählen. Also, ich habe mir einen Sport-BH gekauft und der hat 65G. Ich habe 65G. Eigentlich habe ich 65E bis F. Sieht nicht so aus, ne? Also, das sieht deswegen nicht so aus, weil normalerweise bei dem Volumen, wenn man jetzt in so ein ganz normales Geschäft geht, ich meine, es ist kein super duper Spezialgeschäft mit tollen Sachen und super ausgebildeten Verkäuferinnen, sondern so ein ganz normales Geschäft, wo man seine Unterwäsche kauft, zum Beispiel, piep, keine Namen, ja, da kriegt man ungefähr so ein Körbchen empfohlen, wenn man jetzt so ausgestattet ist wie ich. Und ja, also auf den ersten Blick könnte man meinen, ja, das passt doch, ist doch alles prima. Aber es passt nicht, weil, es färbt ab, der Bügel schneidet nämlich direkt im Brustgewebe ein. Und dann kommt es zu einem Phänomen, das nennt man Brustmigration. Ja, Brustmigration heißt, dass das Fettgewebe nach hinten reißt und sich da und sich hinten auf dem Rücken einsiedelt. Und das gibt dann diesen hübschen Tannenbaumeffekt. Also das sieht man häufiger mal bei Mädels und Frauen, die ein engeres Oberteil haben und dann der BH und der schneidet dann ein und dann quillt das oben und unten. Wollen wir nicht, ne? Falls du das bei dir schon beobachtet hast, keine Sorge, ich habe die Rettung. Und zwar kommt das ganze Zeug wieder zurück, wenn man den richtigen BH trägt. Da habe ich noch was gebastelt. Und zwar ein Körbchen, was ungefähr so hinkommt, was ich so brauche. Normalerweise kommt das hin, wenn ich so 65E bis F kaufe. Und zwar, da sitzt dann nämlich folgendermaßen. Der Bügel, der sitzt dann direkt unter der Achsel. Das ist nämlich so der Trick. Weil dann kannst du sicher sein, dass das ganze Zeug da sitzt, wo es sitzen soll. Und da wird es dann festgehalten. Und das ist nicht nur im Alltag wichtig, sondern vor allem dann, wenn wir Sport machen. Also besorgt dir einen ordentlichen Sport-BH und vor allem besorgt dir einen Sport-BH, der dir auch wirklich passt. Körbchen ist das eine, aber das andere ist noch das Unterbrustband. Also die falsche Unterbrustbandweite hast du, wenn du merkst, dass es hinten hochrutscht oder dass die Träger irgendwie einschneiden. Weil die Träger an sich, die sollten maximal 10% von dem Gewicht halten und alles lastet eigentlich hier auf dem Unterbrustband, wenn du den richtigen BH hast. Und früher hatte ich 75C gekauft. Das war ganz okay, hat auch relativ gut gepasst, aber wenn ich mich bewegt habe, dann ist das Unterbrustband immer so ein bisschen hin und her gerutscht und das scheuert auch so ein bisschen. Und ich habe zwar den Eindruck gehabt, dass es passt, war aber irgendwie nicht so geil. Ich habe mal von einer Studie gelesen, also da ging es um die Aborigines und zwar, als sie noch nicht sozialisiert waren, hatten die Frauen genau die gleiche Brustkrebsrate wie die Männer. Und dann ging das halt eben los, dass sie dann irgendwann mal in die Städte gekommen sind und eingegliedert wurden und BHs getragen haben und dann plötzlich hatten sie genau die gleiche Brustkrebsrate wie europäische oder australische oder amerikanische Frauen auch. Also das heißt, das kann jetzt nicht an einer unterschiedlichen Genetik liegen, sondern es liegt an irgendwas, was an der Zivilisation hängt. Und im großen Verdacht steht da der BH. Wenn ich mich so umgucke, die meisten Frauen, die haben hier ihren BH-Bügel sitzen. Das sollte man einfach nicht tun. Also es ist, wenn man schon Bügel nimmt, dann sollte man auch wirklich gucken, dass es das umschließt und nicht mitten reinquetscht. Okay, aber wie findet man seine Größe raus? Also da kann ich dir das Busenfreundinnenforum empfehlen. Ich verlinke dir den Link unten in der Infobox. Und da gibt es ganz tolle Mädels, die sich da richtig gut auskennen und dann auch die deine richtige Größe sagen können und auch welche BHs und welche Modelle da für dich in Frage kommen, weil es sind ja auch die Formen immer unterschiedlich. Wenn du jetzt deinen nächsten BH einkaufen willst, dann würde ich dir empfehlen, geh nicht in und auch nicht in sondern
guck erstmal nach, welche Größe du hast. Und dann kannst du, also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du in ein Fachgeschäft, also hier in Hamburg gibt es zum Beispiel XL Cups. Allerdings wird das teuer. Also dann wirst du auf jeden Fall 60, 70 Euro für deinen BH bezahlen. Oder du bestellst aus dem Internet, und zwar aus UK. Da gibt es auch günstige Anbieter. Das dauert zwar ein paar Tage, bis es da ist. Und der Bestellvorgang ist auch ein bisschen komplizierter, als wenn du jetzt einfach nur in den Laden gehst. Aber dafür kannst du auch günstig an deine richtigen BHs kommen. Also wichtig ist echt erstmal davon wegzukommen, von wegen ich habe B oder ich habe C. Das ist nämlich alles relativ. Es kommt drauf, also es kommt auf die Unterbrustweite an, es kommt auf so viele Faktoren an, dass du das jetzt gar nicht so pauschal sagen kannst. Ja, ich glaube, das ist so die Info.